Der Creeper! Wäre nämlich ein bisschen ungeil, wenn wir plötzlich... Ah, Krasser! Oh, fuck! Oh. Alter! 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 Diesem Video hier geht es um 10 Fakten über den Creeper! Und hier ist die Bibliothek mit schöner Aussicht jetzt übrigens wieder. Ah! Scheiß die Wand an! Dieser verkackte Arschkrieper, das darf doch nicht wahr sein! Boah, wie ätzend! Als Creeper bezeichnet man die grünen, überhaupt nicht schleimigen Wesen auf dem Spiel Minecraft. Zu Weihnachten sehr beliebt ist übrigens auch ein Creeper-Spiel. Hahaha. War jetzt ein ganz schlechter Wortwitz mit Krippenspiel. Ich hoffe, den hat... Was macht denn der da? Creeper sind wahre Hitzköpfe und Choleriker, denn sie gehen wortwörtlich bei jedem kleinsten Anlass in die Luft. So, Holz... Alter, noch ein Creeper! Ich glaub, es geht los! Das gibt's doch nicht! Wieso ist der da jetzt explodiert, Alter? Ich war 10.000 Kilometer weit weg! Er entstand aus dem missglückten Modell eines Schweins, der Notch zum Programmieren dieses NPCs inspirierte. Och, das darf doch nicht wahr sein, ey! Das mit den Creepern ist echt eine Plage geworden, einfach! Sie sind ungefähr 1,75 Meter groß, haben 4 Füße und keine Arme. Hallo, Mr. Creeper! Der fällt doch da hinten gleich runter. Sie leiden leider an einem chronischen Menschenhass, denn sie explodieren nur bei der Anwesenheit eines Menschen. Elende Creeper-Spacken. Nein! Ich hab's nicht so gemeint! Vollidiot, ey. Nein! Ich hab's nicht so gemeint! Alter, was ist denn hier los? Ich dreh am Rad, ich brech ins Essen. Wieso sind hier so viele? Ihr Inneres besteht offiziell aus TNT, das sich vor der Explosion durch ein lautes Zischen bemerkbar macht. Nein! Der alte Penner! Boah, ich dachte, der will jetzt hier die Wand explodieren lassen. Ich meine, da wäre er zwar auch weg, aber... Das ist doch nicht wahr! Was hat denn der für einen Radius? Gegenüber anderen Wesen ist der Creeper recht tolerant, aber auch sehr nachtragend. Denn falls ein Creeper von einem Skelett getroffen wird, erfolgt die Detonation in Reichweite des Skeletts. Creeper geben bei Untätigkeit keine Geräusche von sich, weshalb man ihre Anwesenheit erst bemerkt, wenn sie sich direkt hinter einem befinden. Wie war denn das jetzt? Nein! Ja, geile Scheiße. Wie geil war das denn bitte? Gut, so viel zum Thema. Ja, ich spiele total auf Sicherheit. Ja, ich bin hier der sicherste Mensch der Welt. Die Wahrscheinlichkeit dazu wird umso höher, je näher man sich in der Nähe einer Lavagrube befindet oder je mehr Diamanten man trägt. Und da drüben müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ich traue mich schon gar nicht, die Diamanten mitzunehmen, aus Angst, dass... Aus genau der Angst. Nein, jetzt schlag doch. Na endlich, Mann. Hängt er da die ganze Zeit rum und macht nichts. Komm, wir nehmen den Diamanten mal mit und fahren hier mal ein bisschen Risiko. Während mir hier so ein Zombie ins Ohr stöhnt. Ach Mensch. Vom Anschleichen, vom englischen Wort to creep, kommt auch ihr Name. Justin Creeper treibt sich da vorne rum. Das heißt, den müssen wir leider jetzt mal ganz kurz von seiner Frisur erlösen. Ich persönlich frage mich, wie es nützlich sein kann, bei der Adderhaltung, auf der Jagd, Suizid durch Selbstdetonation zu praktizieren. Was passiert, wenn ein weiblicher Creeper und ein männlicher Creeper zusammenkommen? Gibt es dann auch einen Bums? Komm schon. Du und ich. Ich sehe, dass du kommen willst. Also, näher kommen. Entschuldigung. Ich sehe, dass du näher kommen willst. Man muss hier echt aufpassen, was man sagt. Ihr Schweinchen, ihr Elenden. Und nun die 10 Fakten über den Creeper. 10. Am 24. August 2009 wurde der Creeper implementiert. Und im Nu ist es das Wahrzeichen von Minecraft geworden. Sein Gesicht befindet sich im A vom Minecraft-Schriftzug. Ich suchte mir abermals meinen Weg durch dunkle Höhlen. Ein Creeper kam. Und ich flüchtete mutig in die Sicherheit einer Wand. 9. Creeper sind die einzigen feindlichen NPCs, die ein gezähmter Wolf nicht angreift. Mit Nachwuchs. Hund, hör auf mich zu schubsen, da ist ein scheiß Creeper in der Nähe.
Ach, steht ein Creeper in einem Spinnennetz, dauert die Zeit bis zur Detonation etwas länger. Ja, dann halt doch die Fresse, dann stirbst du auch nicht. Das sind hier Regeln, wie im Quatsch komme. Die Club. Nein! Nein! Ach, der auch noch, der hat mir gerade noch gefehlt. Auch zerstört er unter Wasser keine Blöcke, sondern fügt dem Spieler nur Schaden zu. So, mein Freund. Pam! 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 Und Pam! 7. Obwohl der Creeper keine Arme besitzt, kann er wie andere feindliche NPCs Leitern erklimmen. So, zum Glück kein Boom, wie der Herr Rahmschnitzel gerade andeutet. 6. Bei einem Blitzschlag in den Creeper speichert er die Energie, welche in Form einer elektrischen Rüstung dargestellt wird. Dadurch explodiert er in einem größeren Radius. Verpiss dich! Oh, na also. 5. Creeper flüchten vor den in der Vollversion 1.2 neu implantierten Ocelots. Na? Dreckstück. 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 4. Auf der Schwierigkeitsstufe schwer kann ein Creeper einen Eisengolem töten. Überall. Sie könnten jederzeit überall auftauchen. Wir würden es nicht erfahren. Höchstens, wenn es schon zu spät war. 3. Creeper können neben Schwarzpulver auch Schallplatten fallen lassen. Das ist jedoch nur der Fall, wenn der letzte Angriff, der zum Tode des Creepers führt, von einem Skelett ausgeführt wird. Mit der Spitzhacke gruben wir uns durch Gold und Eisen. Doch was war all dieser Prunk? Was war all dieser Protz? Wird uns erst einer der verdammten Creeper erwischen. Sie hatten schon viele gute Männer getötet. Und es würden noch weitere sterben. Dazu verdammt, ein Leben der Ewigkeit zu führen. Dazu verdammt, weitere ihrer Art zu kriegen. 2. Explodiert ein Creeper auf einer Stufe, ausgenommen Holzstufen, wird nur die Stufe zerstört und der Spieler erhält maximal 6 Herzen Schaden. Hallo, 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 hallo. Hallo, ich bin's, hallo, ich bin's, Creeper, ich bin's, hallo. 1. Wenn man einen Creeper in eine 2 Blöcke tiefe Grube lockt und dann einen Schacht gräbt, der zur Grube führt, in der der Creeper steckt, sodass man die Füße des Creepers sieht, kann man den Creeper einfach töten, ohne dass dieser explodiert. So, la 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 la. Nicht für die Schule lernt man, sondern für das Leben. Darum sollte man bei Klassenarbeiten ruhig abschreiben. Schule. Diese Einrichtung ist vergleichbar mit einer Irrenanstalt, einer Strafanstalt oder dem Knast. Man nennt sie auch das Gefängnis ohne Gitter. Aber das ist vollkommen falsch. Das ist eine Verleumdung. Das ist gelogen. Das ist bei den Haaren herbeigezogen. Denn Schule ist eigentlich mehr ein Arbeitslager. Was diese Einrichtung ja noch schlimmer macht. Man muss jedes Kind in die Schule schicken. Dabei kann man sich das ganze Wissen der Welt inzwischen klicken.